Wenn du so beschreibst, du gehst ins Netz und dann folgen dir schon welche, denen du sozusagen automatisch angezeigt wirst. Wie gehst du damit um? Gestattest du das jedem oder lehnst du mal ab? Kann man das überhaupt? Leute Also, ablehnen? die Wahrheit ist relativ einfach. Wenn ich weiß, wofür ich stehe in meinem Leben, wenn ich weiß halt, welche Selbstbestimmung ich eigentlich leben möchte, dann gibt es auch eine digitale Selbstbestimmung. Und die digitale Selbstbestimmung ist bei mir zum Beispiel ziemlich hart ausgeprägt. Ich entfolge sofort Menschen, die mich kritisieren, weil ich keine Zeit habe, im Internet zu diskutieren. Die sollen mich bitte anrufen, dann können wir das ganz ordentlich halt diskutieren, aber nicht einfach, wenn ich nicht, während ich nicht online bin, einfach mich dann angreifen oder mich dann kritisieren und so weiter. Das macht man nicht. Da gibt es halt eine digitale Knigge in meinem Denkweise. In meiner Denkweise ist es auch so, alle Menschen, die mich dann halt irgendwie visuell stören, indem sie halt Dinge posten, die mir nicht gefallen, Dinge sagen, die mir nicht gefallen. Ein gutes Beispiel: Ich habe letztens einen Freund von mir abgelehnt, der halt AfD-Mitglied geworden ist und ziemlich halt so langsam aber sicher angefangen hat, so ein bisschen negativer auf Ausländer zu wirken. Den brauche ich nicht, den muss ich nicht haben. Ich meine, ich bin selbst Ausländer und wenn ich dann halt Ausländer noch kritisiert werde von irgendeinem Facebook-Freund, sorry, go it. Ja, direkt blockiert. Bin da auch rigoros blockieren, dass er gar nicht mehr einen anschreiben kann, nicht mehr einen anklicken kann, gar nicht, sondern ich bin aus seiner virtuellen Welt verschwunden. Und das ist genau die richtige Art und Weise. Das heißt also, da kann man auch hart sein. Und wenn dann zum Beispiel Kunden dann halt einen als Freund hinzufügen, den man vielleicht noch nicht so richtig kennt, das ist eine private Entscheidung, ob man das möchte oder nicht. Ich füge die alle hinzu, gucke einfach mal 1, 2, 3 Wochen, wie die reagieren, ob sie reagieren, ob sie aktiv mit dabei sind. Und dann entscheide ich dann zu löschen. Problematisch wird es nur, wenn man über 5000 Freunde hat. Dann braucht man ja schon fast einen Mitarbeiter, der die alle kontrolliert. Also das ist auch mal extremer und interessanter. Okay, jetzt stell dir einfach eine Situation vor, du bist drin und bist in einer relativ großen Firma und ein Kollege will dir folgen und bist eigentlich mit dem gar nicht so grün. Kann man da einfach sagen, nö? Na, selbstverständlich. Das ist doch die Selbstbestimmung. Also so eine Stärke verlange ich eigentlich von den Menschen, die dann halt sagen, wenn ich jemanden nicht mag, will ich den auch nicht bei mir als Freund haben. Weil das ist ja einfach nur ein Hinweis darauf, hör mal zu, ich weiß, was ich tue. Und dieses Recht muss man lernen. Dieses Recht muss man für sich halt auch behaupten, weil es halt einfach logisch ist. Und ich meine halt, digitale Selbstbestimmung ist von der realen Selbstbestimmung gar nicht so weit entfernt. Wenn man jemanden nicht mag, den lädt man auch nicht nach Hause ein. Und in mein virtuelles Zuhause möchte ich auch keinen haben, der dabei ist, den ich nicht mag.